Herzlich willkommen zurück zum LS15. Hier in unserem Forstprojekt. Ja. Wie auch immer. Ich habe mir jetzt mal was überlegt, weil eine Ladung machen wir auf jeden Fall ja noch. Ich will mal probieren, ob wir, wenn wir jetzt den Baum hier zum Beispiel fällen wollen. Das habe ich nämlich selber noch überhaupt nicht probiert. Jetzt müssen wir den Kran hier so ein bisschen zur Seite machen. Er liebt ihn. Das hatten wir ja schon beim letzten Mal, ne? So, ich will zwei Sachen probieren. Einmal kann ich ihn anfassen, während er noch so steht. Vermute fast nicht. Nee, man kriegt ja halt Probleme. Nee. Aber das macht nichts. Und zwar, wenn wir jetzt in diese Richtung sägen. Quasi genau im 90 Grad Winkel. Dann müsste er ja theoretisch auf den Anhänger fallen. Oder? Nein, das funktioniert überhaupt nicht. Wo will er hin? Wo will er hin? Naja, ich habe noch eine Sache, die ich probieren will. Probieren wir mal bei dem guten Stück dann. Aber dazu müssen wir noch nicht herfahren. Fällen wir einfach. Und zwar, dass er jetzt von unserem Verladeplatz weg, also zum Verladeplatz hinfällt. Und dann probieren wir das gleich. Wenn er hier mal. Verdammt. Boah, war das ein langer Baum. Die nimmt ja gar kein Ende. Da haben wir noch ein bisschen was, hier haben wir noch ein bisschen was. Los, weg da. Grünzeug. So. Was ist denn hinten mit euch? Liegt ihr denn hier so in der Gegend rum? So, und hier? Los, weg. Kusch. Zeig doch. Du da auch. So. So, und jetzt probieren wir mal was. Und zwar, wir wollen das Ganze hier so schnell und effizient wie möglich gestalten. Das heißt, es müsste doch funktionieren, theoretisch, wenn wir jetzt hier hinfahren. Ich weiß gar nicht, ob der hoch genug liegt. So, das ist eine kleine Kurve. Ja gut, die Spitze hat ja wieder keine Kollision. Mal gucken, wo die Kollision anfängt. Da. Jetzt müsste ich doch hier hinten. Sagen wir mal, so viel soll er überstehen. Legen wir ihn ab. It's magic. Weiß natürlich, woran es liegt, dass hier vorne eine Spitze verschwinde. So. Die Spitze natürlich zu leicht, ist klar. Aber der Sache gehen wir ganz leicht aus dem Weg. Ups. Wollte zur Seite drehen. Und zwar, wenn ich jetzt versuchen will, gehen über den Anhänger hinweg, den jetzt schön gerade machen, müsste ich ja das Stück anfassen können. Dann kriege ich auch gezogen.
fahren wir Holz, habe die Stützen aus. Wollen wir hier gerade ziehen? Ja, wir kommen nicht näher hinten dran. Ups. Das heißt, ich muss noch mal nachfassen dabei. Also man muss ihn ein kleines bisschen, man muss wirklich ganz nah dran sein, damit man so gerade drehen, damit man ihn hinten richtig rangeschoben kriegt. So, ein bisschen hochheben und jetzt richtig ran. So, dann halten wir ihn fest. Also was kostet Geld hier? Hey, Spinde. Und das kostet auch Geld, weil es ja nicht sauber verarbeitet hier. So. Und dann schneiden wir ihn wieder hier ab. Genau. Gehen wir kurz in den Kran. Ups. Und lassen ihn los. So, jetzt liegt der untere auch. Naja, was heißt hier Licht? Er gibt sich die größte Mühe. Sagen wir es mal so. Der treibt mich zum Wahnsinn. Ganz ehrlich. Und Lichter, das Licht da unten runter. Da macht er wenigstens nichts kaputt. Irgendwie habe ich es heute mit dem Lenken, oder? Kann das sein? Natürlich haut das nicht hin. So, dann gehen wir jetzt nach hinten. So. Fahren den wieder voll aus. Den können wir nämlich jetzt schon etwas weiter hinten anfassen. So, fassen wir den hier an. Oh, komm, ich greif's. Oh, der fällt fast raus. So. Ja, die Stützen sind doch besser. Wenn wir die nehmen. So. Ja, ein kleines bisschen raus. So. Drehen wir den mal ein bisschen gerade. So. Steigen wir aus mit unserer Motorsäge. Ah, ein bisschen, na, komm her. Was? Naja. Wo auch immer wir jetzt hinfliegen oder der Baum jetzt hinfliegt. Also habe ich auch noch nie gesägt. Steigen wir mal hier ein. Machen aus und hoch, fahren jetzt einfach und fahren jetzt, genau, er saß schon wieder richtig, ne? Es ist unglaublich, es ist einfach unfassbar. Halt, in die Richtung wollen wir, das heißt, wir müssen in die Richtung lenken, beide nämlich da vorbeischieben. Das müsste reichen eigentlich. Gucken wir mal, ob das reicht. Und wieder voll ausfahren, der Guten. Den Guten hier. Können wir euch mal ein bisschen angeben hier. Länge. So. So. Das war da. Ah ja, kommen wir auf jeden Fall mal dran. Ah, wir wollen die natürlich nicht rausschmeißen da. Drehen wir mal die Kamera etwas. Ja, das belastet ihn natürlich. Aber solange der Trecker schwer genug ist, ist dem das vollkommen egal, denn den Trecker kann er nicht wegheben.
So. Oh, den müssen wir... Ja, wir müssen ihn so ein bisschen nach rechts legen. So. Weil sonst fällt er uns weg. Stellen wir uns mal auf die Seite. Nein, nicht den Baumstamm da, den hier sollst du sägen. Hallo? Sägst du jetzt mal? Das ist voll lieb. Da war doch was. Ah ja. Ich musste die Motorsäge ein bisschen höher halten. Ob mir das gefällt. Weiß nicht, ob das unbedingt schneller geht. Am besten wäre es halt, wenn man wirklich so stehen bleiben könnte. Und wenn wir jetzt den, indem wir einfach uns... Oh, wir müssen uns langsamer bewegen, der ganze Anhänger schwankt. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir müssen einmal kurz vorfahren. Und ein bisschen zurückfahren. So. Da dran kommen. Halt, 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 halt. Halt! Was macht er denn da? Also was mache ich denn da quasi? Also heute, ich weiß auch nicht, irgendwas reagiert heute kacke. Weil ich weiß, manchmal mit nach außen rein vertue ich mich, aber dass es sich so komplett verhaut ein paar Mal, ich weiß nicht, das ist eigentlich, weil das ist ja links und rechts und hoch und runter auf derselben Taste. So. Was macht das Rad denn da? Du sollst vorne einsteigen. Wo ist denn jetzt die Spitze? Da war doch eben die Spitze noch. Hohen Friedensspitze. Würde ich mal so sagen. Aber wir lernen da draus natürlich. Und... fahren jetzt von der anderen Seite an den Baum. Ah, das kommt davon, wenn man von vorne guckt und dann denkt, oh ja, ich fahre ja geradeaus. So. Nee. Wir müssen mal versuchen, halt vorwärts, wir müssen mal versuchen, was passiert, wenn wir so ein bisschen daneben fahren. Also so, ob das immer noch geht, weil, ups, mein Hintergedanke ist jetzt einfach, dass, weil die Bäume, wir lassen die Bäume ein bisschen hinten überstehen. Und, dass wir die halt überstehen lassen können. Und die anderen jetzt nicht dabei die ganze Zeit anrempeln und dann eventuell noch verlieren oder so. Ich meine, das ist nur ein Test. Ich habe so auch noch nie Bäume aufgeladen, ganz ehrlich. So. So. Jo, den haben wir. Den haben wir gut drüber. Fahren wir unseren Arm ein. Fahren wir ihn hier etwas hoch.
So. Kannst du das Schwerpunkt wieder nach hinten kriegen? Halt, du sollst. Ach, da sollst du. Genau. Halt, hier einfahren. Jetzt sind wir mit dem Stamm. Ah, wir sind immer noch nicht ganz drin, ne? So. So. Wo waren wir da eben? So. Genau, es hat sich direkt so ein bisschen rumgedrückt. Das hatte ich gehofft. Dann können wir ihn auch langsam aufmachen. So. Kommen wir da? Natürlich kommen wir da nicht dran. Das frage ich eigentlich so doof. So. Wir müssen echt vorsichtig sein hier, ne? Bei der Auflademethode, aber ich glaube, was heißt schneller nicht wirklich. Allerdings, man muss sich halt nicht so viel umparken und den ganzen Kack. Schneller ist die, glaube ich, gar nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn man die Bäume wegschmeißt. Grundlos. So, mal auf die Klamüser da vorne. So. Och, wir haben ganz in der Hand. Halt. Ich glaube, diese Ladung Kackholz, also man sollte es auf jeden Fall kleiner schneiden, das ist jetzt keine Variante. Ich meine, ich habe es auch ein bisschen zu lang gelassen, aber das rutscht euch nach vorne immer ein Stück und ist nicht ganz so schön. Ich glaube, klein schneiden ist da doch schon um einiges. Ups. So, um einiges. Halt. Immer noch nicht. Scheiß der Hund drauf. Wir gucken mal, ob es was bringt. Und zwar, das müssen wir gut festhalten. Gucken, wie stellen wir den Kran denn? So, der sollte da hingreifen. So. Jetzt fahren wir mal vorsichtig. Ach Mensch, ich hänge dem noch ein Schild um. So, mal schön rauszoomen, damit wir auch sehen, falls wir was verlieren. Ja, was ist denn mit mir nicht richtig? Wieso zieht er denn alles nach links? Zieht nach links irgendwie, aber richtig. Was ist denn mit ihm los hier? Irgendwas stimmt. Boah, irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt weiß ich, was mit ihm nicht stimmt. Und der hat keinen richtigen Kontakt auf der Spur hier. Der macht mit uns, was er will. Okay, wir fahren ganz langsam. Ich glaube, wir kriegen hierfür mehr als sonst. Wie geil ist das denn? Mann, ich mache jetzt mal die anderen Sperren noch rein. Müssen wir ein bisschen vorsichtig fahren.
Also der, das ist auf jeden Fall zu lang für den Hänger, was wir da teilweise geschnitten haben. Und das hält der Trecker auch nicht aus. Ich glaube, wenn wir vorne das Gewicht nicht dran hätten, ne? Dann würden wir schweben jetzt. Boah, wir müssen echt mal... Hier kommen wir zur Ruhe. Ja, wir haben halt keinen richtigen Bodenkontakt vorne. Und hinten auch nicht. Nirgends eigentlich. Das ist echt interessant hier, ne? Das ist echt interessant gerade. Also wenn das, diese Ladung, ne, keine 30.000 gibt, dann fresse ich einen Besen. Also ich glaube, das Projekt ist auf ganzer Linie gescheitert. Zumindest mit dem Trecker. Also man sieht hier schon, wir haben hier eindeutig, stoßen wir hier an unsere Grenzen. Jetzt fahren wir mal hier ganz vorsichtig hier um die Kurve rum. Oh nein, nicht das Bäume. Gas geben ist die, glaube ich, die Lösung. Gas geben ist die Lösung. Gas geben. Ja, aber nicht loslassen. Querfeld ein, los, links, 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 links. Rechts, rechts, links. Ah, verdammt. Verdammt. Wir landen im Teich gleich. Wir haben es fast geschafft. Dass wir im Wald doch so gut fahren konnten hier. Oh Gott. Der müsste alles abbrechen, glaube ich. Wir sind gleich da. Ich bin gespannt, was das gibt. Also da wir hier einfach nochmal das Doppelte kriegen, müssen wir jetzt nicht wirklich aufpassen, aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, kurz vorm Ziel haben wir es verloren. So, müssen wir nochmal kurz der Förstermeister Paulo spielen. Das war übrigens nix. Also wir haben gerade 10.000 gekriegt. Und für den kriegen wir jetzt auch keinen. Oh. Den hat er nicht. Ja, das hat man schon gesehen, also richtig gehabt hat er den nicht hier, ne? Hat er immer noch nicht richtig. Ja, gut. Ja. Also so dafür, dass der so kacke gefahren ist, ne? Hat es genauso viel gebracht wie sonst. Also man hätte natürlich noch mehr aufladen können, aber dann... Na. Das hätten wir uns dann... Ja, ich weiß, dass du gerne hinsetzt. Das hätten wir uns dann ganz abschminken können. So, mal gucken, wie es insgesamt gegeben hat. Aber ich glaube, das gab nicht viel. 11.000, ja. Das war aber die letzte Ladung jetzt, oder zumindest erstmal für die und die nächste Folge. Jetzt fahren wir nämlich erstmal wieder zurück zum Hof. Und parken unseren schönen Holzanhänger hier. Fahren wir mal schön unten am Hotel vorbei. Mal ein paar hübsche Frauen abgucken hier. Ah, doch, komm, warum? Ich hatte ab jetzt schon gedacht, dass die Kurve zu eng wird.
Aber das war nicht der Fall. So. Müssen wir vorne hinterm Landhandel sein, genau. Und ja, gut, wir haben einen Traktor. Das war ja ursprünglich auch mal, ging die Straße immer weiter. Mit dem Landhandel in der DTT-Map ist das nicht mehr der Fall. Genau, dann müssen wir nämlich jetzt hier links rum. Also, gut, eigentlich kämen wir ja gar nicht lang. Wir sind jetzt mal einfach mal da lang gefahren. Und halt, hier wollen wir mal kurz einen Besuch machen. Ich könnte es auch einfach über Ende machen, weil ich habe ja hier Mod drauf. Ne? Aber das wollen wir nicht. Gehen wir mal kurz an den Bankautomaten und zahlen hier mal 10, 20, 30, 40, 50. Kontostand 29, da kann man noch einmal zurückzahlen. Haben wir noch einen Kredit von 90.000? 90.000? Halt. Das sind mehr als 90.000. Wir hatten 50.000 aufgenommen für den Anhänger. Oder? Kreditlinie 200, Kredit. Kontostand. Habe ich jetzt so schnell geklickt? Kredithistorie. Einnahmen. Ernte 81.000. Neue Fahrzeuge 54.000. Da fehlen 50.000. Also, das werde ich in der XML-Datei einfach mal bearbeiten. Also, wir müssten jetzt 140.000 Kredit haben. Das hat das letzte Mal irgendwie beim Speichern wahrscheinlich nicht ganz, weiß ich nicht. Vielleicht auch wegen der Mod hier. Weil die hat ja normalerweise diesen Kredit. Vielleicht hätten wir es hier drüber zurück uns leihen müssen. Ich weiß es nicht. Wir speichern auf jeden Fall jetzt mal kurz. Dass er das jetzt auf jeden Fall mitnimmt. Dann erhöhe ich das nochmal um 40.000, damit er wieder auf, ah komm, drehen wir vernünftig. Und wir wieder auf den grünen 2 kommen hier. Fahren wir noch schnell zum Hof und das war's dann auch von der Folge. Und dann wollen wir mal uns schon mal ein bisschen Dünger und Saatgut kaufen gehen in der nächsten Folge. Vor allen Dingen Dünger werden wir uns holen. Also hier die Sperren können wir wieder rausmachen. Denn wir müssen ja auch noch das Maisfeld, das eine düngen. Fürs nächste Mal, also für den nächsten Tag. Dafür müssen wir ein bisschen Dünger kaufen. Weil werden wir auch unseren New Holland für brauchen. Da müssen wir ein bisschen schaufeln, der Gute. Aber das seht ihr alles in der nächsten Folge. Er quillt sich nochmal schnell hier den Berg hoch. Zum Glück sind wir den Berg nicht gefahren mit dem Anhänger. Das wäre erst was gewesen. So, sind wir gleich oben. So, wo parken wir den denn mal ein? Ach komm, dann parken wir mal. Ich mach mal hier vorne. Parken wir mal hier in der Mitte. Passt. Spiegel ist einklappbar. Ich wäre mir erklärt, dass mir da keine Beschwerden kommen. Den habe ich eingeklappt vorher. Ich habe es genau gesehen. So. Verdammt. So. So, ja. Und das war's für die Folge. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst mir einen Kommentar da, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Und bis dahin, habt euch wohl, bis zum nächsten Mal, euer Nemesis.